Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Auf Kamino. Okay, da kommen wir wirklich nicht dran. Ohne Jaja. Da kommen wir nicht ohne Jaja dran. Schade. Wäre ja mal schön gewesen, ne? Direkt ein Minikit hier. Oh, da ist auch noch ein blauer drauf. Also, fehlende Stats. Über fehlende Stats kann man sich hier nicht beschweren. Und das ist auch eigentlich ein recht gutes Level. Aber es gibt viel bessere. Aber das ist auch ein recht gutes Level, zumindest der Anfang. Wo man mit gewissen Multiplikatoren viel Geld farmen kann. So. Ja. So. Das haben wir, das Minikit. Wir haben schon... Ja, einigermaßen Stats. Ich dachte, wir können das kaputt hauen. Wäre aber auch ziemlich bescheuert, wenn wir das andere reparieren und dann das eine für Stats kaputt machen würden. So. Bitteschön, Kollege. Jetzt kannst du aus dem Regen rauskommen. Ist übrigens auch ein selten beschissener Ort für irgendeine Basis. Ich meine, klar, ist schön geschützt, ne? Vor den Augen anderer schön bewahrt, aber es ist ein beschissener Ort. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Kamino ist kein schönes, kein schöner Planet. Das ist kein schöner Planet. Er läuft da lang. Wir laufen natürlich erst den anderen Weg. Ach, guck mal. Ah. Ich weiß nicht, was er macht. Schon wieder am Blauen. Hä? Ich weiß nicht, was er tut. Ach, okay, ich glaube, wir müssen das Ding verfolgen. Und dann kriegen wir, glaube ich, ein Minikit oder sowas. Oder einen von den roten Steinen. Das wäre natürlich noch schöner, so ein mal zwei oder so. Da hätte ich Bock drauf. Weil wir werden auf jeden Fall irgendwo mal Zatz farmen müssen. Am Ende, um alles freizuschalten. Oh, was haben wir jetzt bekommen? Dafür? Nur dafür? Okay. Das war jetzt... sehr, ja, enttäuschend. Ich dachte, wir kriegen da ein Minikit oder so. Ich meine, man macht sich hier die Arbeit, die Kacke einmal rumfahren zu lassen. Ich glaube, das könnte man... Ich muss zugeben, ich glaube, man hätte es auch so rumfahren lassen können. Wenn man nah genug an dem Pfosten gestanden hätte, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Trotzdem sehr ernüchternd. Dann gibt es da nur so... Vor allem nur einen blauen. Nicht mal drei oder so, ne? Irgendwas Cooles. Hey! Oh, doch nicht. Oh! Okay. Ja, das ist so... Das kann man so tun. Alter. Das gab jetzt viel. So. Übrigens, der wartet die ganze Zeit, dass wir Türen und so aufmachen. Alter, wir sind gerade hier angekommen. Wundert es dich nicht? Denkst du nicht gerade so, ey, was macht der hier mit unserer Einrichtung? Der zerstört alles? Ne, er steht da ganz gechillt rum und wartet, dass wir ihm die Tür aufmachen.
So. Ne? In seiner eigenen Basis, Mann. Also, beziehungsweise, ne, von denen die Basis, aber... Es wäre ja so, als wenn ich irgendwo arbeite, kommt irgendwie ein Fremder rein. Und ich denke mir auf einmal so, ey... Ach, kacke, doof. Und ich denke mir so, ey, das wäre aber jetzt voll cool, wenn du mir die Tür aufmachen würdest, weil ich es nicht kann. So stelle ich mir das vor. Ah, das war nicht meine Absicht. Das war meine Absicht. So. Jawohl. Hier konnten wir aber nichts mehr dran machen, ne? Ich glaube, hier konnte man nichts mehr machen. Also, da ist jetzt kein Minikit oder so drauf, glaube ich. So, wo gehen wir als erstes hin? Er wartet da, also gehen wir nach hier und gucken und hoffen mal, dass wir das aufmachen können. Und was brauchen wir dafür? Nur einen Kopfgeldjäger. Schade. So. Ach ja, ich mag das. Das ist einfach... Solche Spiele, ne? Die kannst du einfach zwischendurch mal spielen. Bisschen entspannen. Ich zocke ja auch gern CSGO. Und das ist keine Entspannung. CSGO ist absolut keine Entspannung. Vor allem, wenn man kein Fullteam hinkriegt, weil vielleicht mal jemand arbeiten ist oder so, ne? Passiert schon mal. Und man kriegt kein Fullteam hin. Und hat dann ein, zwei Leute dabei, die D-ranken wollen oder so. Ja, oder im Gegnerteam. Man spielt ein gutes Spiel. Man ist am Gewinnen so, ne? Aber jetzt kein Spiel, wo man so wirklich 30, okay, ich bin schon doof, wo man jetzt so 16-0 oder so hinlegen würde, oder 16-5 oder so, sondern so ein Spiel, was ja auf gleicher Höhe ist, aber halt man spielt saugut und sowas, ne? Und auf einmal hast du da einen, der will partout nicht verlieren. Der sagt sich dann so, nee, ich will einfach nicht verlieren, ich möchte nicht verlieren und... Ja. Und auf einmal dreht er. Und auf einmal dreht er sich. Und du denkst dir nur so, Mann, warum machst du das? Ne? Dann holt er den Spinbot raus und du denkst dir nur so, Mann... Also habe ich schon öfter jetzt erlebt. Ja, ich spiele jetzt nicht in einer richtig hohen Elo oder so, aber es nervt halt. Ne? Also es nervt wirklich schon extrem, wenn sowas passiert. Weil es ist halt frustrierend. Ne? Man macht ein schönes Spiel und auf einmal dreht einer rein und du denkst dir nur so, hey, dankeschön. Das ist cool gemacht. Ja, das ist cool gemacht. Das habe ich auch schon nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So, ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich... Ja, den wahren Jedi haben. So. Also wie gesagt, hier... Genau deswegen werde ich hier alles mal... Ah, geh mal aus dem Weg. R2-Einheit. Also mehr machen die nicht? Okay. Ich dachte, die machen noch was. Na gut. So. Na gut, dann komm mal her hier. Und machen wir mal hier die Tür auf, bevor wir rausgehen. Ich weiß gar nicht, ob wir die aufmachen müssen. Ne, müssen wir nicht. Hä? Okay. Ja. Schön. Hm.
Das ist doch nichts hier an. Das ist kein Gegner für uns, hör mal. Nur Sturmtruppen haben hier Zugang. Ja. Der ist keine Sturmtruppe. Ah, okay. Ich hab's verstanden. So, nächstes Minikit. Hier passiert doch wieder was. Ah. Da. Nein! Da. Das war alles? Okay. So. Dachten die, wir kommen da nie dran. Ha, falsch gedacht. Ah, ich hasse ihn. Hier ist übrigens, miese Sache. Wir kommen nämlich mit der R2-Einheit, glaube ich, nicht da dran. Nee. Das, da müssen wir im freien Modus zum Beispiel hin. Weil dann können wir nämlich unseren Charakter wechseln. Was? Das hat getroffen? Nein, meine schönen Stats. So, bitte nicht mehr treffen. Oh, fast wäre ich runtergefallen. Fast. Aber nur fast. Ich bin es noch nicht. Knapp dran vorbeigeschrammt, hör mal. So, hier brauchen wir wieder einen Blaster-Menschen. Einen mit dem Blaster brauchen wir wieder. Ja, flieg mal rüber. Ja, wir müssen rüber. Wer hätte es denn gedacht? Ich kann da übrigens überhaupt kaum erkennen, wo das aufhört und wo das anfängt. Ohne Scheiß. Oh. Ach, egal. Wir haben den wahren Jedi. Das passt schon. Jetzt können wir die Story auch zu Ende machen. Also hier beziehungsweise das Level beenden. Achso, ne, müssen wir anmachen. Können wir immer noch nicht kaputt machen. Tragisch. Sehr tragisch. Oh, Power Up. Oh, kann man damit nicht nochmal was machen? Nee. So. War was, ja. So, weil den Druiden, den greifen sie nicht an. Also wenn ihr mal irgendwie ohne getroffen werden zu wollen, durch eins der Level durch wollt. Ne? Die Druiden sind... Ja, außer man geht in die Schussbahn. Aber sonst sind Druiden immun. Hier ist dunkle Macht. Dunkle Macht haben wir nicht. So. Passiert was, wenn ich die anmache? Bis jetzt noch nicht. Ah, da fehlt ja auch noch einer. Nö, schade. Das ist überhaupt nicht hässlich, diese Decke. Alles so komplett glatt und so und auf einmal ganz kleines Stück Decke mit Stats. Mit Noppen dran. Das ist cool gemacht.
die Slave One. Gut. Jetzt kommen wir nicht zu uns, sonst trifft er uns noch, Mensch. Wir werden einfach alles ab. So. Slave One ist auch nur ganz, ganz minimal nervig. Aber alles in allem sind die Kämpfe natürlich nicht sehr anspruchsvoll. Zumal mit der Tatsache, dass, hallo? Dass man, halt, dass der Tod keine Auswirkung hat, außer ein paar Stats verlieren. Da steht er. Ganz alleine jetzt. Ist das jetzt auch noch dabei? Ne, ich glaube, das ist das nächste Level, oder? Ach, wir müssen gar nicht die Verfolgungsjagd machen. In dem Film nicht gut ausging. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ah, sogar nicht in der R2, ist in der R4-Einheit sogar. Ja, krass. Wahrer Jedi. Steine gesammelt. So. Mos Eisley Cantina, weil jetzt gleich werde ich die Aufnahme auch beenden. Ich will ja nicht alles auf einmal durchsuchen und ich muss ja irgendwann auch mal ein bisschen was hochladen und vorher noch bearbeiten. So. Nächstes Mal sehen wir uns... alles gut, alles gut. Ich werde noch nicht auf... Moment, Moment. Wir kaufen erst die Charaktere und sowas, die wir brauchen. Anschließend, ich glaube, wir kriegen nicht alle. Wir kriegen doch alle. Ja. Leichter als gedacht. So, ja, mal 10. Das ist natürlich das Non-Plus-Ultra. Superschlag haben wir schon. Eigentlich kann man daran ablesen, wo die sind. So. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, obwohl. Ne, ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Müsste doch eigentlich so. Egal, wir werden es sehen. Wir werden es alles sehen. Können wir Powersteine kaufen? Achso, ja, die können wir ja eh schon holen. Aber die hole ich ja erst am Ende. So. Ja, schon 3 Stunden bald. Ich lasse mir, wie gesagt, ein bisschen Zeit. Wir sind ja nicht auf der Flucht, ne? So, hier ein bisschen wieder was verändern. So. Speichern und beenden. Gut. Dann würde ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen.